Willkommen, Joey. Was für ein spannendes Projekt und für eine irre Reise. Ja. Du hast ja tatsächlich mit drei Leuten in Fleckenbühl in einem Zimmer gelebt. Dann warst du mit 10 Bewohnern unterwegs auf dem Schiff. Ich nehme an, da ist viel Zeit für Gespräche, auch abseits der Kamera. Was gab es für Begegnungen, die so nachgewirkt haben, die dich beschäftigen? Zum Beispiel die Dortel, die mit uns halt gekommen ist. Die war 7 Monate in diesem Fleckenbühlstahl halt. Es geschafft hat, halt raus von der Droge. 27 Jahre hat sie konsumiert. Sie ist mit 16 Jahre jung von zu Hause gegangen. Und ihre Eltern waren getrennt, ihr Vater war Tierarzt. Mit 14 ist sie wach geworden, ihr Vater hat sie betäubt, jahrelang auch sexuell missbraucht. Sie ist wach geworden und ihr Vater hat sie an einem Bordell verkauft. Mag man sich gar nicht vorstellen. Unfassbare Biografien. Ja. Und darin liegt dann auch die Schwierigkeit, eben von der Sucht loszukommen. Du hast gesagt, ganz egal, ich nehme 10 von diesen Menschen mit aufs Schiff, obwohl die von Segeln gar keine Ahnung hatten. Was hast du erwartet und was hast du bekommen? Also wir haben gedacht, das wird nicht funktionieren, weil wir brauchten wirklich die Hilfe, weil wir sind 24 Stunden gesegelt und alle 6 Stunden gab es quasi ein neues Team. Wir brauchten schon für das Schiff eine Mannschaft, die groß genug ist. Wir hatten halt von den Kapitänen nicht genügend Leute, aber die haben alle exzellent funktioniert. Man muss aber auch sagen, alle, die mitgekommen sind, die waren halt schon mindestens 3 Monate halt quasi weg von den Drogen. Du hattest auch so diese Idee im Nachhinein, vielleicht liebenswert naive Idee, du könntest irgendeinem Menschen aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel diesen Weg auch eröffnen. Du hast Christina angesprochen. Ja. Das war am Ende eine recht erschütternde Erfahrung, oder? Wir haben viele und viele wollten. Und wir haben dann Termine gemacht, wir treffen uns dann und dann hier und da. Und die kamen nie. Es war so, dass die wollen, aber die sind einfach so tief quasi in der Droge. Sobald die halt quasi unter Zug sind, dann ist nur noch Fokus auf das Eins. Das Thema Sucht beschäftigt dich, weil es dir so fremd und befremdlich ist oder weil es am Ende doch auch viel mit dir zu tun hat? Du bist ja auch ein Mann, der an die Extreme geht. Also es gab Zeiten in deinem Leben, da hättest du die Ultramarathons nicht sein gelassen, oder? Also ich glaube natürlich, es ist, ob das eine Sucht ist, der Extremsport. Ja, aber ein Positives. Ne? Es ist, die Extremen sind natürlich da, ja. Ja, und auch der Grund, warum in Fleckenbühl 6 Monate lang erstmal Sport verboten ist. Ne? Damit es keine Suchtverlagerung gibt von der einen auf die andere. Aber nichts gegen den Sport. Nein, aber ich glaube, die Arbeit, die in Fleckenbühl gemacht wird, ist unfassbar gut. Ich hätte es anders gemacht, aber eigentlich haben die recht, weil das Ergebnis ist einfach, was entscheidet. Man kann diese Arbeit übrigens auch unterstützen. Wir haben Infos dazu auf sterntv.de. Aber man kann sich vor allem die ganze Reportage mit Joey angucken. Quasi vom Drogensumpf auf hohe See. Das ist eine sehr, sehr spannende Reise. Nächsten Mittwoch an dieser Stelle, 22:35 Uhr, lohnt sich wirklich anzuschauen. Danke dir, dass du heute schon mal da warst, Joey. Genau.